RS1 TV Sport wird präsentiert von Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Sportbrillenspezialist für Water Running Bike. Frank Berghoff Augenoptik, Ihr Optiker auf der Alleestraße. Die IG Remscheid hatte am Samstagnachmittag in der Sporthalle Hackenberg den Falken Zwarte RC aus den Niederlanden in der Rollhockey-Bundesliga zu Gast. Und die Partie musste leider mit über 20-minütiger Verspätung anfangen, da die Holländer auf der 1 stecken geblieben waren und durch den Stau erst verspätet in Lennep ankamen. Aber es ging flott los. Markus Wilk, der IGR-Kapitän, brachte die Remscheider schon in der 3. Minute in Führung. Und danach Marcel Wiegershaus brachte die Remscheider in eine gute Ausgangslage. Aber danach wurde es eng in der Partie. Noch ein Tor durch die Remscheider, aber 2 Tore der Holländer und auf einmal stand es nur noch 3:2 zur Halbzeit. Nach der Pause hatten die Remscheider wieder den besseren Start. Matthias Peters mit dem 4:2 und danach Fabian Seebach mit dem 5:2. Nach 38 Minuten sah es so aus, dass die IGR das Spiel locker nach Hause bringen würde. Aber wieder 2 schnelle Tore der Holländer, 5:4 und die IGR musste nochmal zittern zum Ende. Aber das 6:4 durch Julian Peinke in der 45. Minute entschied die Partie für Remscheid und damit blieben auch die Punkte in der Bundesliga bei den Remscheidern.